10. Dezember. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Lukas 1, Vers 76. Ein ungewöhnlicher Vater. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Stellen Sie sich folgende Szene vor. Ein Vater steht am Bett seines neugeborenen Sohnes und es wird angeregt darüber diskutiert, welchen Namen das Kind bekommen soll. Der Vater will natürlich seine Meinung einfließen lassen, aber er ist stumm, er kann nicht sprechen. Um sich trotzdem mitteilen zu können, lässt Zacharias sich eine Art Tafel bringen und schreibt den Namen darauf. Johannes. Und in diesem Moment schenkt Gott ihm plötzlich seine Sprache zurück und Zacharias beginnt Gott zu loben und zu preisen. Worüber redet ein Mann, der gerade seinen ersten Sohn bekommen hat und zudem die ganze Schwangerschaft seiner Frau über stumm war? Natürlich von seinem Sohn, seinem Stammhalter, ist doch klar. Es wird wahrscheinlich darüber geredet, wie er aussieht, welche herrliche Zukunft er haben wird und dass man als Vater endlich einen Nachkommen hat, der die Familienlinie weiterführt. So könnte man meinen. Aber bei Zacharias ist das anders. In seinem Lobgesang beginnt er nicht mit seinem Sohn, sondern mit dem Sohn eines anderen. Erst im zweiten Teil, im kürzeren Teil seines Lobpreises, kommt er auf seinen eigenen Sohn Johannes zu sprechen. Und welche Rolle fällt dem zu? Sein leiblicher Sohn ist nur der Wegbereiter vom Sohn eines anderen. So bestätigt es auch der Evangelist Lukas in Kapitel 1, Vers 76. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Interessant, nicht wahr? Das zeigt doch klar auf, Johannes steht nicht im Zentrum. Die Scheinwerfer sind nicht auf ihn gerichtet, sondern auf Jesus. Johannes steht abseits. Schon bei seiner Geburt stand Johannes im Schatten von Jesus. Und auch sein ganzes Leben lang veränderte sich diese Rolle nicht. Zacharias, dieser ungewöhnliche Vater von Johannes, hatte das erkannt. Die Hauptsache ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, als Erlöser in die Welt gekommen ist. Alles andere musste hinter dieser Tatsache zurücktreten, selbst die Geburt seines eigenen Sohnes. Auch in unserem Leben muss die Hauptsache bleiben. Ganz gleich, was in unserem Alltag gerade los ist. Und mag es noch so wichtig sein, das, was letztlich zählt, ist Jesus Christus und unsere Beziehung zu ihm. Dahinter muss alles zurücktreten, auch wir selber. Aber sind wir dazu bereit? Jesus Christus, ich möchte dich heute ganz bewusst als Hauptsache anerkennen.